Wir wollen eine ganz spezielle galvanische Zelle berechnen, nämlich eine Brennstoffzelle. In einer Brennstoffzelle wird die Knallgasreaktion genutzt, um daraus die maximale Nutzarbeit zu gewinnen. Die thermodynamischen Kenngrößen der Knallgasreaktion sind -285,84 kJ pro Mol als Reaktionsenthalpie. Die Reaktionsentropie beträgt -163,16 Joule pro Mol und Kelvin. Bei Raumtemperatur ergibt sich eine freie Reaktionsenthalpie von -237,22 kJ pro Mol nach der Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Wenn wir Knallgas spontan reagieren lassen, entsteht die gesamte Enthalpie als Wärme, also 285,84 kJ als Wärme. Wenn wir die Knallgasreaktion in einer ideal arbeitenden Brennstoffzelle durchführen, entsteht die freie Enthalpie als elektrische Arbeit, also 237,22 negativ als elektrische Arbeit. Der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle ist der Quotient elektrische Arbeit durch Wärme und entspricht 0,83. 83% der Enthalpie wird als Nutzenergie gewonnen. Den Wasserstoffverbrauch einer Brennstoffzelle können wir nach der Faradayschen Gleichung ausrechnen. Bei einer Stromstärke von 0,05 Ampere und einer Zeit von einer Stunde verbrauchen wir 0,933 Millimol Wasserstoff an der Anode. Dies entspricht etwa 23,1 Milliliter.